Willkommen zurück zu The Powerpuff Girls Chemical Extraction. Ja, im letzten Part haben wir den Story Mode schon durchgespielt. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Bonus-Part im Simulationsmodus. Hier schauen wir uns die Stages an, die im Story Mode nicht aufgetreten sind, und schlüpfen diesmal in die Rolle der Schurken. Natürlich nehme ich jetzt erstmal meinen Lieblingsschurken, Mojo Jojo. Richtig lustig. Können wir den auch mal spielen. Zum einen haben wir das Gefängnis und zum anderen haben wir noch, Moment, warum geht das nicht? Professor Eutoniums Labor und das Schlafzimmer der Mädchen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Labor an von Professor Eutonium, in Anführungsstrichen Vater von den Powerpuff Girls. Professor Eutoniums Labor. Und ja, schauen wir mal nach der Rechten. Wir spielen den overpowerten Affen Mojo Jojo, den verrückten Wissenschaftler, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Wo habe ich das schon mal gehört? Dr. Eggman oder so? Könnten Verwandte sein. Eggman meckert dann jetzt Mojo bestimmt, dass Jojo ich ihn mit einem Affe vergleiche. Big Billy. Big Billy. Ah, ich weiß nicht, wie man die Gegner einstellen kann. Das ging irgendwie nicht. Ach, Big Billy, du bist doch schon immer Lappen gewesen. Oh, hier im Labor geht einiges ab. Viele Chemikalien, die man werfen kann und so. Oh, das leuchtet rot. Das heißt, es ist wieder so ein Spezialgegenstand. Wieder Feuerlöscher. Oder dieses Schockding von dem Müllplatz, wo wir gegen Ace gekämpft haben. Und bam! Ja, Mojo Jojo ist schon cool, der kann genauso fliegen wie die Powerpuff Girls. Und hat halt die beste Spezialfähigkeit vom ganzen Spiel. Ach komm! Big Billy! Was soll der Scheiß? Ja, schlecht ist er nicht. Also, hier ist er besser als in der Story. In der Story war halt auf super leicht gestellt, weil es der erste Kampf war. Aber jetzt ist er schon ganz schön knackig. Aber er hat keine Chance gegen Mojo Jojo. Er ist doch der Oberschurke hier. Lol, man kann sogar die Umgebung zerstören. Wie cool ist das denn? Das Labor gefällt mir. Müssen wir aber erst freischalten. Ich weiß nicht, wenn man das gekriegt hat. Ich glaube, mit die Story mit zwei Powerpuff Girls durchspielen. Alter, der ist voll gut. Oder ich bin einfach nur schlecht. Ne, das glaube ich nicht. Sonst hätte ich Mojo Jojo ja nicht besiegt in der Story. Boah, jetzt mal hat er auch noch seinen Spezialangriff gleich fertig, ne? Der Big Billy. Billy! Warst doch mal ein soziales Kind, wo du noch jung warst. Da warst du noch ganz dünn und ganz gelenkig. Aber was ist nur aus dir geworden? Ein dicker, fetter Schurke. Ja, bei der Big Billy ist das alles ja ein Solidarproblem, oder? Wenn das Let's Play halt nicht stellt. Ach, Big Billy, wer fragt dich denn schon? Du bist ein Lappen. Auch wenn ich jetzt hier gerade am Versagen bin, er ist trotzdem ein Lappen. Er ist ein Lappen. Jetzt haben wir hier eine Enge. Big Billy. Ist das dein Ernst? Stellt sich an wie ein Mädchen, wie ein Powerpuff Girl. Lol. Mit normalen Kicks kriegt man ihn down, weil er so langsam ist und sich nicht wehren kann dann. Lame. Aber es geht natürlich noch in die zweite Runde. Na gut, mir fällt. Mojo Jojo macht schon die Hände hoch oder ich schieße, zack. Ich will die Chemikalie. Ich will unbedingt die Ulti von Mojo Jojo machen. Die ist cool. Leute, habt ihr es gesehen? Wir konnten auf Big Billy laufen, weil er so fett ist. Kann auf den stehen. Ich stehe auf Big Billy. Ich liebe ihn. Not. Nee, so ein Dicker ist nicht so unbedingt in mein, passt nicht so in mein Schema. Und so stehe ich nicht auf Typen. I'm not that gay. Und dann noch Big Billy, ne? Ein Prachtskerl. Also, die weiblichen Abonnenten unter euch, ne? Schaut euch Big Billy an. Ist er nicht ein Traumkerl? Guckt ihn euch an. Von solchen Männern träumt ihr doch nur, oder? Oh, nee, ey. Komm mal, was ist mit? Ah, aber er ist stark! Die Power! Oh Gott, die Power! Boah, da fällt ein Kick, hat er auch drauf. Zocken wir ihn seine Chemikalien ab. Die hab ich mir ganz offen und ehrlich geklaut. Wie ein richtiger Schurke. Dann gibt's wieder her, Mann. Oh, ey. So ein Cheater, ne? Weil die PCs immer schneller werfen können als man selber. Mann, bist du langsam. Vom Wegen hier. Mojo Jojo ist der Affe mit Superkräfte. Der langsam ist, der weiß nicht. Das ist so geil, dass der es bei Provozieren sagt. Weil er ist ja der Dicke. Big Billy, der eigentlich langsam ist und beleidigt andere, dass sie langsam sind. Das ist so lustig. Na los. Und komm schon. Bam.
Und ich will die Chemikalie. So, jetzt geht's ab. Ja! Es ist so overpowered. Ich mag Mojo Jojo. Es ist so übertrieben, ne? Ja, mach doch! Mach doch! Ey, wie lange kann der... Der kann das aufrechterhalten. Der kann so lange aufladen, wie er will, weil er der große, dicke, fette Big Billy ist. Das ist wohl seine Spezialfähigkeit. Dafür kann er natürlich nicht schweben und so. Spiel 1 gewinnt. Warum? Achso, weil ich mehr Leben hatte und die Zeit abgelaufen ist. Cool. War gar nicht so einfach gegen Big Billy, muss ich sagen. In der Story... Mit dem Powerpuff Girls, war der richtig einfach, weil es der erste Gegner halt war. Aber hier, schöne Challenge, hat Spaß gemacht. Gerade richtig vom Schwierigkeitsgrad, finde ich. Gut, nächsten Schurken gehen wir spielen. Ja, kann ich den nicht ändern? Ich will nicht... Ah, so mache ich das. Ja komm, spielen wir mal gegen die Powerpuff Girls. Gegen Buttercup, weil ich die nicht mag. Ach so, jetzt ändert sich das auch immer. Ja, das können wir gleich noch ändern. Oh, wir nehmen jetzt Ace. Ace ist doch cool. Lasst uns zuschlagen. Nur noch höchste Zeit. Jo, Ace, da sagst du was. Ace ist richtig cool. Komm, mit Ace gehen wir ins Gefängnis. Der Michael Jackson wurde eingesperrt wegen seiner Kinderschändung. Und er macht selbst im Gefängnis weiter, weil Buttercup ihn besucht. Und jetzt vergreift er sich am Buttercup. Ja, dieser pädophile Sack. Ace. Gegen Buttercup. Beat it, beat it, oh beat it. Oh, der kann ja geil, wie langsam der sich bewegt, ne? Das ist echt krass. Voll keine Chance mit Ace. Alter, der kann hier gar nichts. Der kann nicht fliegen, logischerweise. Alter. Und hier im Gefängnis ist irgendwie Gift. Warum das denn? Aber die, seine Kombos sind geil. Und seine Kicks vor allem. Ja, doch, da kann man schön auf die Items, auf die Gegner kicken. Also, das soll sein Vorteil. Eine gute Range. Gut, wer ab? Wer halt ab, Ace? Wie er es macht mit so einem Kick. Ah, doch, doch, doch. Mein erstes Urteil war nur nicht so gut über ihn. Oh, da seht ihr das an der Wand. Mojo Jojo und Ace muss mal kurz aufs Klo. Ja, was da rausgekommen ist, ihr seht das Ergebnis ja. Grüner Schleim. Nom nom nom. Ach, da kommt die ganze Kacke raus. Da kommt der ganze Schleim raus. Ey, Feuerlöscher. Wo brennt's denn? Ach, Buttercup. Oh, bist du immer so aggro. Komm, wer ab, Ace? Oh, da kommt in dem Moment natürlich so ein grüner Schleimbatzen. Natürlich. Und Boomerang. Zack. Macht nicht viel Schaden, aber immerhin. Nimmt das, was man kriegen kann, ne? Also, der Spezialangriff von Ace ist schon echt lächerlich. Wohl kein Ass mehr richtig im Ärmel. Zack. Komm nochmal, Bumerang. Ach. Oh nein! Nicht der Feuerlöscher! Ich hab doch Schiss vom Feuerlöscher! Böser Feuerwehrmann! Feuerwehrfrau wohl eher. Feuerwehrfrau, gibt's den Begriff überhaupt? Dann haben sich bestimmt schon die Feministen dafür eingesetzt. Dass es diesen Begriff gibt. Toll! Ace, wie du wirfst, ne? Wirfst wie ein Mädchen, du wirfst wie ein Powerpuff Girl, echt. Im Ernst, ey, der wirft's voll weit. Wenn dann direkt der Gegner vor Ace steht, dann kann er gar nicht getroffen werden, weil er immer so verdammt weit wirft. Natürlich doof. Naja, was willst du machen? Yes, Zeit abgelaufen, wir haben mehr Leben. Erste Runde geht an Ace. Tja, ach, Ace finde ich cool. Das Game wollen wir gleich noch nehmen, wir haben noch eine Map. Schauen wir mal. Oh yeah, Boomerang. Komm, mach. Yes. Und Boomerang. Toll. Habt ihr es gesehen? Den nicht vorhandenen Schaden, ey. Ist doch krank. Und yes. Abgewehrt. Bitch. Und zack. Eine Geburtstagstorte. Ey, danke, Buttercup. Denn in 4 Minuten bin ich 19. Ich nehme das direkt vor meinem Geburtstag auf. Und in 4 Minuten ist 0 Uhr und dann werde ich 19 Jahre alt. gerade dieser Moment ist der 21.01.2014 um 23.56 Uhr, falls euch interessiert. Darum sage ich, 4 Minuten bin ich 19. Und ich spiele The Powerpuff Girls. Passend zu meinem Alter. Nee, das Spiel macht echt Spaß, muss man sagen. Auch wenn die Grafik und die Story und alles andere scheiße ist.
Es macht Spaß. Das Gameplay ist doch das, was zählt. Hier, Heizung! Bist zu cool, du musst ein bisschen aufgewärmt werden hier. Buttercup ist nicht cool. Ich mag ihre Stimme auch nicht, die hat so eine tiefe Stimme oder so, ich weiß nicht, das ist ganz komisch irgendwie. So eine aggressive Stimme, nicht tief. So was Aggressives, so eine Aggro-Stimme. Dann ist sie auch die Kämpferin, ne? Die will sich immer prügeln. Ich bin Buttercup! Hey, hey, du Arsch, du Bastard! Ja, Ace lässt sich das immer nicht nehmen. Lässt sich von ihr nicht einschüchtern, egal wie aggressiv sie ist. Ach komm, jetzt will sie nochmal alles wissen, oder was? Komm, wer ab, Ace? Hey, wo ist denn dein geiler Feltenkick gewesen? Okay, Boomerang. Und down. Nee, doch nicht. Alter, wie wenig Schaden macht der Boomerang? Voll schlecht. Und schon wieder wegen der Zeit gewonnen. Ich wusste doch, dass ich es schaffen würde. Ace. So geil. Wenn der keine Michael Jackson Kopie ist, dann weiß ich es nicht. Thriller. Beat it. It's black or white. Gut, wir haben noch einen Charakter, den wir nehmen. Hier, natürlich der Fuzzy. Der wird genommen. Gegen wen zocken wir? Gute Frage. Ach komm, wir zocken jetzt gegen Blossom. Weil wir die noch nie gesehen haben im Spiel, deswegen passt schon. Gut, Fuzzy gegen Blossom. In den Schlafzimmer von den Powerpuff Girls. Wie der Fuzzy da reingekommen ist, möchte ich mal ganz gerne wissen. Aber er ist jedenfalls jetzt drin. Mit seiner Ukulele. Oder mit seiner Trompetenschrotflinte. Wer weiß das schon. Ich würde mal interessieren, was der für eine Spezialattacke hat. Ich kenne die von Princess nicht. Ich kenne die... Doch, von Big Billy kenne ich. Dann springt er so auf den Boden, macht einen Bauchklatscher und dann gibt es so Erdbeben und das macht halt Schaden. Lol, alles in pink hier. Da fühlt sich Fuzzy auch wohl, denn er ist ja auch selber pink. Oh, das ist ja geil! Das ist wie der Ziegelstein bei Fuzzys Hütte. Kann man dreimal werfen, die Schallplatte. Wow, der ist gar nicht so schlecht, der Fuzzy. Also doch. Der macht ordentlichen Schaden. Hat gute Kombos. Leute, ich stehe auf der Schallplatte. Telefon! Nee, nee. Blossom, ich will nicht mit dir telefonieren. Lass den Blödsinn. Schon ausgebucht. Einer ist, mit dem ich telefoniere, dann bist du es jedenfalls nicht. Zack. Komm, wer ab, Fuzzy? Weißt du, was du es drauf hast? Oh, ich will jetzt hier die Chemikalie wegnehmen, weil ich will die Attacke sehen, goddammit. Oh, nee. Zack, zack. Oh, nochmal. Yes. Komm hier in deinen schönen Spiegel. Kannst dein Face nicht mehr bewundern. Oh, nein. Dreimal abwehren, komm schon. Ja, okay. Okay. Und nochmal. Und jetzt gibt's die Attacke. Hä? Hey, was ist das denn für Scheiß? Ich kann ihn nicht stoppen. Voll der Scheiß. Schlechteste Spezialattack vom Spiel. Was ist das denn? Was war das denn? Man kann ihn nicht kontrollieren und der läuft wie so ein Spaß. Ja, in Umgebung rum. Dein Ernst, Fuzzy? Ich dachte, der schießt mit seiner coolen Trompeten-Schrotflinte oder macht Musik mit der Ukulele. Und dann sowas. Dann sowas. Der gehört von der Anstalt, der Typ. Statt normal hier. Oh nein, ich will nochmal den Drecksmove machen. Keine Zeit zu verschwenden und läuft direkt in die falsche Richtung. Du Vollidiot, ey. Was ist das denn für ein Kack? E-Gitarre Rock'n'Roll. Und sag, hier, kriegst du deine komischen alten Schallplatten zurück. Ich find's krass, dass Powerpuff Girls so alles mit Schallplatten ist. In diesem Universum. Bei Mojo Jojo war ein Schallplattenspieler. Oh, wenn das trifft. Und, oh, wenn das trifft. Da macht schon. Aber ich meine, es wird nicht schwer auszuweichen und man kann ihn nicht mal kontrollieren. Ich weiß nicht, ich mag Fuzzys Spezialangriff nicht. Und bam. Dafür mag ich ihn so, also die normalen Kicks und so, die können sich sehen lassen. Oh nein. Halte deine komische Michael Jackson Schallplatten bei dir. Ace meldet sich zu Wort, ne? Hab ich doch was von Michael Jackson gehört? Michael Jackson ist doch mein großes Vorbild. Ach komm. Blossom! Nerv nicht! Wie sie jetzt nur immer fliegt, ne? Weil sie ganz genau weiß, dass wir da nichts ihr entgegensetzen können, weil wir selber nicht fliegen können mit Fuzzy, logischerweise.
Das Einzige, was wir machen können, ist so einen komischen Doppelsprung. Voll lame. Okay. Oh, wieso läuft der nur nach dieser einen Richtung? Oh, das ist so lappen, ne? Diese Spezialattacke, die ist einfach nur für Mülleimer. Für die Müllhalde. Ace zu Hause. Ja, Ace taucht immer wieder auf hier. Effektiv ist was anderes. Aber deine Schallplatten hast du auf jeden Fall zerstört. Ich hätte sie trotzdem bei eBay mal reingesetzt. Vielleicht hättest du noch der ein oder anderen Euro gekriegt. Blossom. Wer weiß. Wer weiß. Ah, komm. Hilf! Lass den Blödsinn, jetzt reicht's mir aber hier. Fassi gibt dir ordentlich. Ey, wow, wie viel Schaden hat die jetzt gemacht mit den Schallplatten? Übel, übel, sprach der Dübel. Okay, die müssen wir auf jeden Fall abwehren. Ah, wieso? Geht wieder durch. Die erste Schallplatte ging da nicht durch. Und da habe ich mal nicht abgewehrt. Und dann ging es natürlich durch und hat uns getroffen. Natürlich, ja, diese Runde geht wohl am Blödsinn. Da kann ich nichts machen. Selbst schuld, wenn Fuzzy seine Spezialattacken immer verschwendet, ey. So ein Lappen. Daneben natürlich. Komm, zack. Ach komm, du bist so ein Failer, Alter. Ey, der Fuzzy, ne? Oh, der kann doch gar nichts. Okay, nochmal. Und Blitz. Und jetzt die Schallplatten. Jetzt mach ich das gleich nochmal mit dir. Mal gucken, wie dir das gefällt, Blossom. Hm? Und zack. Wenn man auflädt, macht es deutlich mehr Schaden. Richtig geil. Und Kawomski. Und noch ordentlich drauf treten, wenn es am Boden liegt. Richtig der Assi-Style. Los, das trifft. Yes. Ja, hat ja diesmal nicht ganz so viel Schaden gemacht. Muss wirklich alles genau passen. Dann geht's aber ab. Aber das ist ja nie der Fall, ne? Komm her. Lol, wir haben schon wieder die Ulti. Komm, ach, das war alles. Ja! Alter, habt ihr das gesehen? Fast One-Hit-Kill. Das war genauso stark wie Mojojo's Spezialangriff. Wenn alles trifft. Ah, am besten ihr verwendet das, wenn ihr genau vor ihr steht. Wenn ihr direkt vor euren Gegner steht, dann macht die Spezialattacke mit Fuzzy und dann geht das auch gut ab. Nicht schlecht. Da hätte ich auch eher drauf kommen können. Ich bin nicht der Dumme, nicht Fuzzy. Sorry, Fuzzy, kannst mir verzeihen? Ja, Freunde, das war's jetzt aber wirklich. Wir haben alle Maps einmal durch den Story-Modus und ich habe euch nochmal die Schurken gezeigt. Ganz cool. Jetzt sind wir durch. Es war noch ein kleiner Bonus-Part. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Und falls ihr wisst, wie man irgendwie HIM freischalten kann, also er auf Deutsch, dieser Teufel, dann schreibt es mir mal bitte in die Kommis. Wie gesagt, ich habe den Story-Modus privat mit allen drei Powerpuff Girls durchgespielt. Wir haben jetzt auch alle Maps mal einmal gezockt. Und trotzdem ist der HIM nicht freigeschaltet. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie man den kriegen soll. Falls ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommis. Ich wage es zwar nur zu bezweifeln, aber trotzdem, ich würde mich freuen. Ja, und mit diesem Wort möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Projekt ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich meine, natürlich ist nicht das Glanzspiel schlechthin, aber es sollte auch nur lustig sein. Und es sollte nur die Zeit zu Donkey Kong Country Tropical Freeze überbrücken. Und damit werden wir wohl demnächst weitermachen und das wird wieder richtig, richtig geil. Das wird wieder epische Ausraste geben, richtig lustige Momente. Da freue ich mich wahnsinnig drauf und ich hoffe, ihr seid am Start bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das wird richtig lustig. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch was. Schreibt mir euren Lieblingsmoment, eure Lieblingsszene aus dem LP in die Kommentare. Was hat euch am besten gefallen? Habe ich das Spiel gut rübergebracht? Habe ich es lustig gemacht? All das würde mich mal interessieren. Ich denke, ich habe da alles rausgeholt, was aus dem Spiel rauszuholen war. Und ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Falls ja, Daumen hoch. Falls nicht, könnt das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Let's Play bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Bis dann, Freunde. Ich wünsche euch was. Haut rein.